Und mit dieser entspannenden und klangvollen Musik heiße ich alle herzlich willkommen, die zu mir eingeschaltet haben, zu meinem Let's Play von The Forest. Ein Spiel, das zum ersten Mal am 30. Mai 2014 im Early Access auf Steam erschienen ist und das am 30. April 2018 zur Vollversion veröffentlicht wurde. Entwickelt wurde das Spiel von Endnight Games, die unter anderem für visuelle Effekte in Filmen wie The Amazing Spider-Man 2 und einer meiner persönlichen Lieblingsfilme, Tron Legacy, verantwortlich waren. Das sich auch ungefähr 5,3 Millionen Mal verkauft hat, ist also ein sehr erfolgreiches Survival-Spiel, das ich unter anderem persönlich auch einer zu meinen absoluten Lieblingsspielen zähle. Und mit dieser Anmod heiße ich euch willkommen und wir fangen an mit einem neuen Spielstand, im Einzelspielermodus natürlich. Neues Spiel. Welchen Modus nehmen wir denn? Normal. Empfohlener Spielmodus, schwer. Stärkere Gegner, schwächeres Überleben. Schwereres Überleben. Härteres Überleben. Stärkere Feinde, härteres Überleben. Friedlich. Kein Gegner in einer Welt. Das ist natürlich nein. Ich werde natürlich den Normalmodus nehmen. Fürs erste im Singleplayer werde ich den Normalmodus nehmen. Wenn ich das Spiel durchgespielt habe, kann sein, dass dann irgendwann nochmal, dass das Spiel immer nochmal spielt auf schwer. Und dann vielleicht auch nochmal im härtesten Schwierigkeitsgrad. Aber zuerst spielen das Spiel erstmal auf normal. Und los geht's mit dem Intro. Und hier sind wir im Flugzeug. Fliegen gerade schön über den Ozean. Mit unserem Sohn Timmy an unserer Seite. Und unseren Charakter, der übrigens Eric heißt. Eric LeBlain, wenn ich mich nicht irre. Mit einem schönen Flugzeugessen vor uns, einen schönen Film, den ich nicht entziffern kann. Aber gehen wir einfach mal aus, dass er gerade den Film The Descent guckt. Und nehmen wir mal das Buch von unserem kleinen Sohn. Da steht der Name für Timmy. Das Survival Book. Wir haben gerade ein paar Turbulenzen. Wir sollen gut sitzen bleiben, uns gut anschnallen und da geht's auch schon los, wir stürzen ab. Oh, scheiße. Oh, da fliegt der Wald an uns vorbei. Tja, schöner Flugzeugabsturz. Was passiert? Lass unseren Sohn in Ruhe. Nein. Nein. Und da hat jemand unseren Sohn entführt. Niedrige Energie ist etwas oder ruhe dich etwas aus. Und da fängt das Spiel auch schon an. Und damit willkommen in The Forest. Penunzuela heißt die Insel übrigens, in der wir uns befinden. Ich habe das Spiel schon mal, also nicht komplett gespielt, aber ich habe das ein gutes Stück gespielt. Darum kenne ich mich auf der Karte auch ungefähr gut aus. Also ich weiß schon, was wir uns noch anfangen, also schön holen werden. Erstmal ein paar Vorräte, ein paar Soda, Alkohol, die schöne Passagierliste, die man übrigens mit I-Inventar, kann man das Inventar aufmachen. Die Passagierliste kann man hier sehen. Puh, okay, da genau 43 Passagiere kann man finden. Essen wir erstmal was. Gucken, da hinten ist auch noch was zu essen. Noch ein paar Dosen. Feuerwehraxt. Hier eine interessante Mitbeigabe, wenn man auf die draufschlägt. Ein paar Mal. Eins. 2, 3, 4, kann man sie häuten. Also die Animation kann man von das Outfit mitnehmen. Hier sehen wir aus wie eine Stewardess. Hat aber schön das Abendkleid von ihr noch angelassen. Also gut. Wo sind wir denn? Oh, geil. Das ist der zweitbeste Spawn, den man haben kann im Spiel, weil das Flugzeug kann nämlich bei unterschiedlichen Stellen auf der Karte abstürzen. Und wir haben den zweitbesten erwischt, meiner Meinung nach. Perfekt.
Das heißt, da können wir uns direkt gleich schon die die Karte holen. Aber erstmal ein paar Steine mitnehmen. Mit B kann man das Survival Book aufrufen, hier herstellen. Wenn du einen Gegenstand herstellen möchtest, dann musst du die nötige Menge an Ressourcen sammeln. Du ziehst die Rezepte, wenn du mit dem Cursor über das Zahnrad fährst, nachdem du einen Gegenstand hinzugefügt hast. Das ist genau hier also. Kann ich mal kurz hier zeigen mit Stöcken. 1, 2. Die zieht man hier mit Kombinieren mit Rechtsklick drauf. Kombiniert sie und jetzt haben wir einen Stock. Hier. Kann man auch ein Schnellmenü machen. Dann unter 1 ziehen. So. Das kann ich dann mit G wegziehen und mit 1 mal wieder rausholen. Damit machen wir auf jeden Fall hier die Koffer viel einfacher auf. Ein paar Stoffe, Batterien, Duct Tape. Aber es ist cool, wir haben echt direkt den zweitbesten Spawn gekriegt, ey. Wie geil ist das denn? Das ist nämlich das große Kannibalendorf, wo wir gelandet sind. Da ist nämlich auch direkt die. Es gibt unterschiedliche Höhlen auf der Ka in dem Spiel, die man durchqueren muss, um zum Beispiel bessere Gegenstände zu finden, Ressourcen und alles Mögliche. Und wir sind bei der Höhle gelandet. Also das im großen Kannibalendorf, wo die Höhle ist, wo die Karte und der Kompass ist. Werden wir uns direkt mal eben holen. Noch aber noch erst noch ein paar Koffer. Schon, dass ich vielleicht ein bisschen aufgeregt klinge, aber ich freue mich halt so mal wieder The Forest wieder mal zu spielen. Ein paar Stoffe. Auch ein paar Stoffe. In den karierten Koffern ist immer Kleidungsstücke drin. Was haben wir da gefunden? Blaue Jeans und graues T-Shirt haben wir da. Und hier ist das Stewardess-Outfit. Okay. Was haben wir da noch? Dunkelblaue Weste und schwarze Jeans. Dunkelblaue Weste? Nee, will ich nicht haben. Okay. Das ist, glaube ich. Oh, das ist die Tarnjacke, oder? Tarnfarben-T-Shirt und Khaki-Jeans. Na gut. Tarnfarben sind gut. Das sind, ja, das sind Zwillingsbären. Die sollte man nicht essen. Neue Pflanze entdeckt, genau. Das ist da jetzt hier. Hier sieht man die To-Do-Liste. Finde Timmy. Baue dein Lager. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Baue ein Shelter. Ja, ich weiß. Baue ich alles nachher noch ein Tier. Blaubeeren, die darf man essen. Aber die Zwillingsbären darf man nicht essen. Und da hier noch hier ein paar. Oh, da ist eine Eidechse. Warte. Habe ich, Okay, Eidechsen sind wichtig, weil dann kann man nämlich Rüstung holen. So, perfekt, schön Farbe. Wir sind ein bisschen blutbeschmiert, das ist nicht gut, weil da kann man kann man sich mit infizieren. Und hier haben wir ein Bild von Timmy. Und das, was ich jetzt gerade gemacht habe mit dem roten Farbe einschmieren, damit kann man die Kannibalen manchmal ein bisschen austricksen. Und hier, wenn wir Laptops kaputt machen, kriegen wir Leitplatinen. Woraus man sich später schöne Bomben bauen kann, die sehr wichtig sind. Wofür die sind, werde ich nachher verraten, wenn wir an so einer Stelle ankommen. Das sind schwarze Zwillingsbären, die dürfen wir nicht essen. Das sind Schneebären, die dürfen wir auch nicht essen. Okay. Immer das mache ich immer ab und zu mal. Ein paar Stöcke. Aber Blätter sind auch sehr wichtig. Dann werden wir Spieler viele verbrauchen. Alles klar, dann würde ich mal sagen, gehen wir uns jetzt mal kurz auf den Weg machen und die Karte holen. Hier so ein paar Stoffe. Danke. Hier sind ein paar Kannibalen, Effigies, also Abbilder. Kann man auch immer kaputt machen, das gibt immer einen Stoff und manchmal, wenn man Glück hat, sogar einen Alkohol. Schön aus der Luft aufgefangen.
Mein Gott, hier sind noch ein paar Koffer, die ich mitnehmen will. Oh, der Tennisball. Den kann man nicht mitnehmen, was auch natürlich logisch ist, weil wenn man den hier hinlegen würde, würde der ja wegrollen, weil man legt das ja alles auf den Boden. Oh Gott, was ist das für Musik gerade? Da haben wir gerade Alkohol gesammelt. Da können wir jetzt hier, wenn wir das so hinziehen, Molotow-Cocktails machen. Die sehr wichtig sind für spätere Gegner. Ja, ich habe jetzt den Vogel gerade getötet. Der gibt uns aber auch schön Federn. Oder auch, der gibt einfach mal so eine. Aber wie gesagt, das Kannibalendorf ist... Oh, da hinten sind Kannibale. Da sind sogar noch... Da sind sogar drei. Ja, noch greifen die uns... Dürfen die uns eigentlich noch nicht angreifen, weil wir haben sie noch nicht angegriffen. Oh, ich hab Durst. Okay. Perfekt, danke. Warte, treffe ich den? Oh, seht ihr das? Wie... Oh, come on. Wie knapp das war. Eigentlich bin ich in diesem Zielen eigentlich immer sehr gut. Guck mal gleich mal, wenn ich einen scheiß Bogen habe, ey. Ja, ihr seht halt, wie viele Ressourcen man hier sammelt. Ich habe 73 Stoffe. Da sage ich ja, das ist auf jeden Fall Kannibalendorf sehr gut, wo wir gelandet sind. Okay. Was haben wir hier? Benzin. Na, ja, das brauchen wir später für etwas sehr Schönes, das ich auch nachher direkt holen werde. Weil das wird uns Anfang sehr viel bringen. Danke. Jawoll. Das können wir nämlich jetzt anziehen oder kombinieren. Da kann man daraus eine Tarnrüstung machen, wenn man da 15 Blätter hinzufügt. Das werde ich aber später erst machen. Tarnrüstungen, ja, das ist, wenn man in dem Spiel schleichen will. Das werde ich sowieso hauptsächlich nicht tun. Hier haben wir einen Passagier gefunden. Und einen Kannibalen. Hau bloß ab. Hier haben wir einen Höhleneingang gefunden. Was ich jetzt als erstes machen werde, ist... Das wird den markieren. Mit, es gibt nämlich verschiedene Höhleneingänge. Erstmal gibt es einen, wo man sich so runterlassen kann mit so einem Seil. Dann gibt es welche, wo man sich durch so eine Felsspalte durchquetschen kann. Und dann gibt es auch noch welche, die man durch Tauchen erreichen kann. Und da man hier runterklettern muss, werde ich Klettereingänge rot markieren. Waldeingänge, wo man durchlaufen kann, werde ich grün markieren. Und Wassereingänge werde ich blau markieren. Um das schon mal aufzugreifen. Wir haben nochmal zwei Passagiere gefunden. Ja, ich glaube, die Kannibalen mögen es nicht, mögen kein Tennis. Auch nochmal zwei. Hier haben wir Seile gefunden. Hier sind ganz viele Getränke. Boah, warte mal, meine ich das nur oder? Ich habe immer das Gefühl, die Framerate ist ein bisschen niedrig. Aber ich, und wie ich das so sehe, ist das eigentlich. Ja, zwischen 45 und 50 FPS, die ich meistens mal hier gerade habe. Das geht eigentlich. Oh, da war eine Uhr gerade dabei. Uhren sind relativ selten in Koffern. Macht aber nichts, weil ich weiß, in der Höhle, wo man ganz viele Uhren direkt auf einmal finden kann. Also, das wird kein Problem werden. Da haben wir gerade Geld gefunden. Das können wir an Lagerfeuern verbrennen, um es am Leben zu erhalten. Perfekt, da haben wir jetzt schon mal, warte, Schneeschuhe, Köcher, wo ist der? Wollt ihr mich verkohlen? Ach da, da ist der Bogen. Perfekt, kombinieren, den Bogen machen wir mal auf 2. So, ich habe noch keine Pfeile. Pfeile kann man sich erstens selber machen. Ja, die Kannibalen stören gerade ein bisschen, aber wie gesagt. Oh, shit.
Ja. Jetzt greifen die mich an. Okay, dann würde ich mal sagen, verziehen wir uns direkt mal schön in die Höhle. So. Oh, ruckel die Diddle die. Mal Feuer an.